Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 und der Xur-Tag ist wieder da. Letztes Mal in Season 12 und der Anflug ist wie folgt. Hier unten ist einmal die ETZ, dann geht ihr dahin, dann hier einmal gewundene Bucht des Landezone und oben beim Skiff von gefallenen, abgestürzten Raumschiffen zu sagen. Da hängt er dann. Mal schauen, was er dabei hat. Nächste Woche ja Season 13, Song der Auserwählten. Wir warten alle drauf. Endlich wieder was Neues zum Spielen. Power-Level hochgezogen. Viele Sachen werden genervt, viele Sachen werden gebufft. Ja, wollen wir mal gucken, ich komme mir den kleinen Spiller nicht hoch, ich hab mich tot. Läuft. Ja, also wir werden auf jeden Fall nächste Woche genug Content haben, um wieder loszulegen. Und ich bin auch natürlich 100% dabei. Mal schauen, auch wenn es vielleicht einige Sachen sind hier, die nicht so toll aussehen in der Übersicht in Roadmap, aber wir werden es erstmal abwarten, ne? Wir haben ja auch ein hässliches Gegner. So. Können wir reden? Da ist er. Das Engramm hier oben nicht sofort ziehen, sondern erst das kaufen, was hier unten fehlt, weil sonst könnt ihr hier oben das rausdroppen, was hier unten steht. Das wäre halt ärgerlich. Ihr könnt hier unten reingucken mit Dreieck, wenn ihr reinguckt, was abgehakt ist, habt ihr schon, was nicht abgehakt ist, würde jetzt eventuell droppen, wenn ihr das Engramm ziehen solltet. Und das Engramm kostet 97 legendäre Bruchstücke. Das will ich mir zum Ende noch gönnen, weil ich brauche hier beim Jäger noch Ophäus Rig mit besseren Perks. Also bei mir kommt jetzt halt random Rüstung raus, weil ich halt alles schon habe, was bei so droppen könnte. Mal gucken, wie das nächste Saison ist, werden wir alles sehen. So, exotische Ausrüstung hier einmal. Telesto hier, Fusionsgewehr, gern gesehen im PvP. Da hat das Ding einmal hier Projektionszünder, dann Puls der Vorboten, dann hier einmal Polymergriff, hier einmal Katalysator zu finden bei den größten Herausforderungen des Planetenfressers, also im Raid. Dann haben wir hier natürlich ungeplante Gnadenfrist. Fusionsprojektile bleiben halten, Fusionsprojektile bleiben haften und detonieren mit einer verzögerten Leere-Explosion. Es gibt auch schöne Ornamente, und zwar einmal Riff in Ruinen. Sieht einmal so aus, eigentlich ganz nice. Dann hier einmal Bedrohung von unten. Sieht auch ganz okay aus. Und dann hier einmal Lang lebe die Königin. Sieht auch ganz geil aus. Also die Ornamente gefallen mir auf jeden Fall. Die Waffe kann man auch gut spielen. Also, egal ob jetzt PvP oder PvE, so mittelmäßige Waffe auf jeden Fall mitnehmen, wenn euch die fehlt. Kostet 29 legendäre Bruchstücke. Dann haben wir hier einmal Wesen Panzerweste, Brustschutz für den Jäger. Hier einmal Gesamtwert nur 61. Erhöht ist hier einmal Mobilität, Erholung und Intellekt. Und die Rüstung ist auf Solar getrimmt. Kostet 23 legendäre Bruchstücke. Und da haben wir hier einmal Vagabondierender Assassine. Jeder deiner Spektralklingen killst, bevor du dich tarnst, stellt mehr deiner Superenergie wieder her. Also gut für PvP auch hier. Ja, dann, wenn ihr hier die Spektralkling spielt, dann schnitzelt ihr was weg und bekommt ein bisschen Superenergie wieder. Hält da ein bisschen länger an. Gibt auch Ornamente. Ich habe einmal das Ornament Schauerhauch hier einmal. Sieht dann einmal so aus. Auch ganz okay. Wie gesagt, wenn es fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Die Gesamtwerte sind jetzt nicht so gut, aber auf jeden Fall, wenn man es noch nicht hat, mitnehmen. Dann hier einmal Spaltungsfähig hier, einmal getrimmt auf Arkus. Gesamtwert auch nur 59. Titanklasse hier einmal wird damit bedient. Mobilität ist erhöht, Disziplin ist erhöht, der Rest ist eigentlich nicht erwähnenswert. Kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Und da haben wir einmal sphäromatischer Auslöser. Arkus, Solar und leere Nahkampfkills verursachen eine Explosion, die Schaden verursacht. Finisher und Todesstöße gegen mächtigere Ziele erhöhen den Radius und den Schaden der Explosion. Ja, kann man auch mitnehmen. Ornamente gibt es da nicht. Aber wie gesagt, wenn es fehlt, definitiv kaufen. Zum Schluss haben wir Sonnenarmschienen. Die spiele ich auch mal, wenn ich den Solarfokus drin habe. Hier Panzerhandschuhe für den Warlock, getrimmt auf Solar. Gesamtwert auch nur 61. Erhöht ist hier einmal Mobilität, Belastbarkeit und Disziplin. Der Rest ist sich der Rede wert. Da haben wir hier auch die Kosten von 23 legendären Bruchstücken. Hier einmal dann Heliumspiralen. Erhöht die Dauer von Solargranaten. Solar-Nahkampftreffer geben unbegrenzte Granatenenergie für eine kurze Zeit. Also auf jeden Fall so gut, da könnt ihr die ganze Zeit die Granaten rauskloppen. Es gibt auch Ornamente, ich habe mal das Ornament hier, Augen des Merkur. Sieht dann einmal so aus. Auch ganz okay. Und ja, sonst hier unten natürlich exotische Quests mitnehmen. Braucht ihr natürlich immer. Da könnt ihr entweder, wenn ihr das fertig habt, entweder nochmal einen Gramm hier oben ziehen oder das halt für das Exopult auf dem Turm nutzen, um halt eben Exos zu kaufen. So, ich werde das jetzt mal eben hier oben ziehen, weil ich, wie gesagt, noch Ophäus Rig brauche mit besseren Gesamtwerten. Nicht gekriegt. So, ich kann mir jetzt normal ziehen, weil ich halt den exotischen Code schon habe. Aber das behalte ich noch, weil ich mir natürlich noch was beim Pult kaufen. So, können wir uns nachher noch mal kurz schnell angucken. Mit 59er Gesamtwert. 66, 59. Ja, kann er gleich wieder weg. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht zu sagen. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Macht alles fertig. Gebt eure Tokens ab. Löst die wöchentlichen Beutezüge ein. Ja, die fallen weg. Und dann noch viel Spaß bei Destiny 2 in Season 12. Reingehauen. Danke für euren Support. Tschüss.